mache beim Biodiversitätsflächenmonitoring mit, weil durch die gezielte Beobachtung und die Dokumentation der Artenvielfalt sehe ich ganz deutlich, dass meine Biodiversitätsflächen sehr wohl einen positiven Effekt auf die Tier- und Pflanzenwelt haben. Das wiederum bestärkt mich in meinem Tun als Landwirtin. Ich mache sehr gern mit beim Biodiversitätsmonitoring, weil ich glaube, dass jeder zusätzliche Quadratmeter, der naturbelassen bleibt, wichtig für die Umwelt ist. Außerdem hat man die Möglichkeit, bei den Schulungen coole Typen kennenzulernen und man kann ausgezeichnet netzwerken. Außerdem ist das vom Monitoring-Team extrem gut organisiert und der Aufwand ist wirklich sehr überschaubar. Das Biodiversitätsmonitoring ist für mich eine tolle Möglichkeit, das Potenzial meiner Flächen und die verschiedenen Tiere und Pflanzen, die darauf wachsen und leben, besser kennenzulernen. Für mich passt der Aufwand und der Nutzen. Wir hatten mit anderen Landwirtinnen eine spannende und lustige Einschulung und danach konnte ich gemeinsam mit meiner Familie die Entwicklung der Biodiversitätsfläche beobachten. Ich bin der Freier Dominik, mache beim Biodiversitätsmonitoring mit, weil ich sehr interessiert an der Biodiversität bin und ich einfach sehe, was dort auf meiner Wiese summt und brummt und was für Nützlinge da sind, Insekten. Und das zum Sehen, das finde ich einfach toll. Einfach mal inne zum Halten, vom Traktor runter zum Steigen, von der Maschine abzustellen und wie ein Detektiv mit einer Lupe durch die Wiesen zu gehen und mal von ganz oben bis ganz unten alles zu erforschen. Wir haben seit 4 Jahren einen Bauernhof von Papa gekriegt und haben beobachtet, dass die Felder und die Wiesen nicht mehr so ausschauen, wie sie früher ausgeschaut haben. Aus diesem Grund sind wir zum Biodiversitätsmonitoring beigetreten, um diese Artenvielfalt wieder zu erhalten. Es gibt Hilfe von allen Seiten und es macht auch am Ende des Tages wirklich Spaß zu sehen, wie viele Insekten fliegen denn da auf meiner Wiese? Oder, oh, schau mal, die haben ja, jetzt ist die Pflanze wieder da, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich mache mit beim Biodiversitätsmonitoring, weil ich mir gern Zeit nehme, genauer zu erforschen, was auf meinen Flächen wächst und lebt. Das von Experten begleitete Biodiversitätsmonitoring macht es mir möglich, zu lernen, worauf ich bei meinen Flächen achten kann. So kann ich den Lebewesen das bestmögliche Habitat bieten. Wir machen beim Monitoring mit, weil wir der Meinung sind, dass die Schaffung von Biodiversität eine bäuerliche Leistung ist. Und Leistungen sollte man quantifizieren können. Außerdem lernt man oder lernt wieder, die Dinge genauer zu beobachten. Und erfahrungsgemäß sehen wir Dinge, von denen wir nicht gewusst haben, dass sie überhaupt da sind.